So, wir fangen an mit den Kindern. 2002 geboren, hat bei den Mädchen gewonnen Lina Holoch in 14 Minuten und 3 Sekunden. Bei den Jungen in der gleichen Altersgruppe, Sashi, hat der Karl Becker gewonnen. Bei den Mädchen gewonnen im Jahrgang 2001. Haben wir gar nicht. Da haben wir nämlich nur einen Jungen. Und dazu, Fabian bleibt stehen, und zwar kommt im Jahrgang 2000 der Till Ausnacht dazu. Noch die Mädchen in der gleichen Altersgruppe dazu. Gewonnen hat Marie Zimmermann. Zweiter ist, glaube ich, die Schwester, ne? Lisa Zimmermann. Und dritter in der Gruppe ist die Helene Schwarz. So, jetzt dürft ihr wieder runter. Und jetzt als letztes kommt jetzt die Sieger bei den Jungen als Einzelstarter und Sieger. Felix Paar. Und bei den Mädchen hat gewonnen Elin Haber. Thank you.
Der zweite Platz in der, bei den Mädchen geht an Carlotta Schwarz. Der dritte Platz geht an Marie Henning. Und der vierte Platz an Katrin Thiele. So, noch ein Foto. Also man kann nach vorne raustreten, wer will, auch schon ein Stück Wasser treten. Also, wir bitten einfach um einen ganz disziplinierten Start. Wir machen einen offenen Wasserstart, nach vorne nicht begrenzt. Wir werden das Startsignal dann so geben, dass wir sagen, innerhalb der nächsten 30 Sekunden erfolgt der Start. Und dann schießen wir jemanden über den Haufen. Okay, alle verstanden? Alle verstanden? Habt ihr jetzt denn alle verstanden? Na, das wollen wir sehen. So, also das war zum Start. Zweitens, links davon, hinten in Richtung Schild, seht ihr eine viereckige Boje. Diese wird rechts umschwommen. Wir lassen diese Boje rechts liegen. Ja? Rechts liegen lassen. Nächste Boje. Und zwar weiter in Verlängerung ebenfalls eine hochstehende. Das ist die einzige, die dann links liegen gelassen wird. Von dort aus schwimmt ihr bereits dann auf die Schlossbrücke zu. Dort wird ausschließlich die zweite Durchquerung genommen von rechts. Dort sind ebenfalls Schwimmleinen ausgetonnt, sodass ihr durch... liegt ebenfalls wieder eine Tonne, die bleibt ebenfalls wieder dann auf der stehende Boje, hochstehende Boje, die dient der Orientierung und dann geht es auf das Zielportal zu. Bitten wir darum, dass alle Sportler miteinander fair umgehen. Wir haben das auch gerade gesagt, es wird ein offener Start sein. Ich werde von mir aus gesehen jetzt auf der rechten Seite stehen und den Start vollziehen. Danach werde ich um das Schloss bereits rumfahren und dort auf die ersten Schwimmer warten. Solange wie ich hier vorne dann nicht bin, wird der Herr Andreas Böttcher, genannt Sprotte, als zweiter Schiedsrichter oder Wettkampfrichter fungieren. Und dann dort auch die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen ebenfalls mit betreuen und überwachen. Für diejenigen, die nach einer gewissen Strecke der Auffassung sind, die schaffen es nicht mehr, den Wettkampf zu beenden,